Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier zusammen mit unseren Nachwuchsathleten aus der Schweiz, Weltmeister Enis und Schweizer Meister Janis, beide hier im Start. Wir drehen jetzt hier, sagen wir mal, nach gegebenem Anlass ein bisschen, weil die Nachfrage sehr groß war nach dem Post im Instagram, drehen jetzt hier so ein paar Interviews ab. Die Leute wollen wissen, wie die beiden trainieren. Mich persönlich würde direkt mal wundern, eben wie Enis dazu steht. Er ist 17 geworden. Wann hast du angefangen zu trainieren? Mit 14. Ist ja so immer so ein bisschen kontrovers. Also viele Leute sagen ja immer, man sollte eigentlich erst mit 16 anfangen. Also das ist auch meine persönliche Empfehlung bei Leuten, so die Pauschalaussage, fangt vor 16 nicht an mit sehr schweren Gewichten zu trainieren. Wie hast du trainiert? Also am Anfang war es einfach neben dem Leichtathletik. Ich habe professionell Leichtathletik betrieben. Ja. 5 Jahre. Interessant. Ja. Und am Anfang war ich da ein bisschen dicker. Warst du dicker? Ja. Okay. Und langsam. Und dann wollte ich besser werden. Aha. Dann hat mir mein Vater Hanteln gekauft und ja, dann kam das dazu, dass ich ein bisschen Gewichte gelupft habe und im YouTube nachgeschaut habe, wie ich die Brust trainieren kann, den Rücken und so. Also hast du dich auch schon auf YouTube informiert? Mhm. Ja. Schon mit 15. Also ja. Meine Hausaufgaben habe ich nie gemacht. Lieber trainieren zu Hause. und ja. Mit 15 habe ich dann ein Abo gemacht im Fitnessstudio. Und dann mit 15 warst du noch? Mhm. Die haben dir ein, also mit 14 war es so wie eine Aufwärmphase. Mhm. Und mit 15 haben die dich ins Gym gelassen? Mhm. Also es war, mhm. Okay. Mhm. Ja. Und denkst du, dass du so früh angefangen hast zu trainieren, denkst du, dass das gesundheitlich irgendwie, hast du irgendwelche Komplikationen früher mal? Nein, zum Glück nicht. Also ich, Wachstum, Störungen, nicht. Keine. Verletzungen irgendwie? Keine. Mhm. Ja. Also sehr interessant ist auch zu sehen, dass jetzt eben auch eher mit 14, ist natürlich jetzt nicht wichtig, dass man es das jetzt nicht pauschal bezieht, also es gibt natürlich auch genetisch gesehen Leute, die halt wirklich noch ein bisschen warten sollen, es hat auch hormonell natürlich was zu tun, aber sehr interessant zu sehen, dass es eben auch mit 14 Leute gibt, die schon richtig hart im Start waren. Ich persönlich habe erst mit 18 angefangen zu trainieren und ich denke, ich wäre auch mental gar nicht in der Lage gewesen mit 14, weil da waren mir noch ganz andere Sachen wichtig. 13, 14 habe ich angefangen. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie trainiert ihr denn, nach welchen Systemen so? Was sind eure Lieblingssysteme so? Also wir haben einen sehr hohen Split eigentlich, ja, kann man so sagen. Stoffer-Split so ein bisschen so? Ja, ganz 6-mal die Woche, ja. 5er-Split. Wir haben die Muskelgruppen jetzt nicht so eingeteilt, dass wir jeden Muskel 2-mal trainieren, sondern wir haben nachgeschaut, wo sind unsere Schwächen. Mhm. Die trainieren wir dann öfters. 2-mal, ja. Also in unserem Fall beide die Hamstrings machen wir 2-mal zum Beispiel, die Arme nur 1-mal, Rücken nur 1-mal etc. Mhm. Und ja, hast du noch was zu sagen? Lieblingsübungen so ein bisschen? Bankdrücken. Bankdrücken? Ja, auch meine Stärke. Ja. Was drückst du Bank? Also auf so 150 Kilo. 150 Kilo? Ja, das ist gut, ja. Das ist gut. Das ist, ja, gut. Ralf Settele drückt jetzt 157,5, ja, hast du gesehen? Ja, das ist gut. Ja. Das ist krass. Musst du aufholen, ne? Ja. Also es ist Frage der Zeit, bis du meinen Schweizer Juniorenrekord brechen könntest. Ja. 162,5, Schweizer Meister im Bankdrücken 2010 Junioren. Ja. Mhm. Also richtig, übelst krasse Leistung. Und was ist deine Lieblingsübung? Deadlift. Ich würde sagen Kreuzheben. Kreuzheben. Ja. 210 Kilo Kreuzheben, das heute, das ist eine krasse Leistung. Und was mich jetzt noch wundern nehmen würde, habt ihr denn mal, ihr habt jetzt gesagt, ihr habt diesen hohen Split gefahren, habt ihr denn schon mal anders trainiert? Habt ihr schon mal so einen Dreier-Split gefahren, 2-mal die Woche? Habt ihr das schon mal ausprobiert oder gab es das noch gar nie? Am Anfang, ganz am Anfang. Mit 15 angefangen habe. Ja. Im Fitnessstudio hatte ich ein Ganzkörpertraining 3-mal pro Woche gemacht, so als Aufwärmphase. Mhm. Und irgendwann kam ich dann dazu, Push-Pull-Training auszuprobieren. Push-Pull, ja. Jetzt drehen wir so. Bis zum 6er-Split. Genau. Ja. Ja, als ich angefangen habe zu trainieren, war auch mit 15. Aha. 15 und halb. Auch schon fit 15, ja. Ja, ja. Und da habe ich nicht wie er einen Ganzkörperplan, sondern gleich einen Push-Pull-Trainingsplan verfolgt. Mhm. 3-mal die Woche, also ja, den habe ich auch circa 2 Jahre lang so durchgezogen. Durchgezogen, ja. Und erst dann später bin ich auf einen höheren Split umgestiegen. Genau. Also würdest jetzt auch, sind wir uns da einig, dass wir sagen, dass wir pauschal einem Anfänger keinen 6er oder 5er Split empfehlen würden. Ja. Also da würden wir schon so Ganzkörper, 2er Split, sowas in dieser Richtung. Ja. Auf jeden Fall. Ja, das finde ich gut. Vielleicht noch so zum Schluss, was sind so eure Kraftwerte so ein bisschen?
so Max-Kraft, also wir haben jetzt bei dir 210 Kreuzheben für Reps, hä? Ja. Den Max hast du schon mal probiert? Ich habe bei der Schweizer Meisterschaft im Powerlifting hatte ich 232,5. Das war aber jetzt vor 1-2 Jahren. Inzwischen bin ich hoffentlich stärker geworden. Ich denke es auch, ja. Und ja, Squats habe ich Max-Versuch 200. Oh, stark, gell? Und der ist stark im Tier. Und Bankdrücken bin ich nicht so stark wie er, leider. Okay. Aber wir haben schon nach ein paar Sätzen mal so ausprobiert, habe ich mal 140 gemacht, nach ein paar Sätzen schon. Mhm. Keine Ahnung, was mein Max ist. Da. Also Leute, wenn ihr ein Video sehen wollt, wie Janis mich im Kreuzheben zerstört, gebt diesen Video einen Daumen hoch, schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr sonst allgemein solche Videos sehen wollt über Max-Versuche, das können wir gerne mal machen. Also ich denke jetzt bei den Squats, da könnte es eng werden für dich, aber Bankdrücken bin ich auch ziemlich stark. Aber ihr habt natürlich auch, wenn man das so guckt, ihr seid noch jünger und habt in erster Linie natürlich auch noch ein bisschen kürzere Trainingszeit. Von daher ist es schon ziemlich krass. Also Kraft war jetzt noch nie meine Stärke. Patrick ist da schon eher so mit seiner Bankdrückleistung, ist da schon eher Ausnahmetalent. Ja, habe natürlich auch keine Gains, jetzt, also krasse Fortschritte gemacht jetzt im letzten Jahr. Erstens durch meine Verletzung, zweitens war ich fast 365 Tage shredded, also 7% Körperfett. Und da ist es natürlich schwer, richtig krass an Kraft aufzubauen. Mhm. Wird sich aber jetzt ändern, bis zu viel Grund auch. Ja. Also, ja, ich bin gespannt. Seid gespannt. Was ist bei dir so die Werte, so Kreuzheben? Kreuzheben 160. Ja, Max? Ja. Okay, ja, da geht noch was. Und ja. Bankdrücken 157,5. Wow. 3 Reps. Ja. Was? Jetzt stärker als ich sogar. Wie viel? 157? Ja. 3 Reps? Mit Bankdrücken? Mhm. Ja, dann könntest du einen Chor schlagen. Oh, shit. Und Squats auch 160. Mhm. Also eigentlich alles in dieser Linie. Okay, krass. Also, ich glaube, ich mache dann lieber ein Kreuz. Ich mache dann lieber ein Kreuz-Battle gegen ihn und ein Bankdrück-Battle gegen ihn. Ich mache ein Bankdrück mit meinen Schultern wieder. Leute, das könnte interessant sein. Bankdrücken-Battle gegen ihn. Dennis versus Patrick. Yes. Bankdrücken, neuer Schweizer Meisterschaft. Ah, dann bin ich wieder richtig am Start. Yeah. So, Leute, wir gehen jetzt gerade ins Training. Jetzt kicken wir uns noch einen Tunnelblick rein. Und ja, wenn ihr mehr von Janis und Dennis sehen wollt, gebt Bescheid, gebt diesem Video einen Daumen hoch. Schreibt in die Kommentare, was ihr genau sehen wollt. Wir haben hier wirklich zahlreiche Videos, die wir für euch drehen wollen, weil schlussendlich sind die Nachwuchstalente auch wichtig, dass die so ein bisschen von ihren Trainingspraktiken erzählen. Ich finde, im Bodybuilding gibt es nicht nur schwarz und weiß, es gibt immer mehrere Wege und man sollte einfach offen sein, alles ein bisschen ausprobieren und deswegen stellen wir euch auch genau solche Leute vor. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich habe noch ganz kurz was, sorry, dass ich unterbreche. Probro Talents, ja, wird demnächst folgen auf meinem Channel. Wir haben diverse Anfragen bekommen. Und wir haben bereits die Leute rausgesucht. Seid gespannt, kommt auf meinem Channel, vielleicht auch etwas auf deinem Channel. Mhm. Aber ich sehe immer wieder die Comments, die Leute fragen, was ist los. Es sind sehr viele Nachrichten, sehr viele Videos eingegangen. Wir haben sie sortiert, wir haben sie bearbeitet. Wir haben auch Zeit gebraucht für das. Und die kommen demnächst. Ich sage, in den nächsten, je nachdem, wenn ein Video hochgeladen wird, in den nächsten 1 bis 2 Wochen kommt es. Ja? Alright, coming soon, yes. Baby. Peace out.